Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Bauingenieurwissen. Hier sollt ihr alles, was das Bauen betrifft, erfahren und euch einfach verständlich Wissen vermittelt werden. Nach einer kleinen Urlaubspause meinerseits geht es nun weiter mit dem Thema Brücken. Nach dem letzten Video über Hängebrücken geht es heute um die vielleicht jüngste Brückenart. Streng genommen sind diese aus dem Prinzip der Hängebrücken abgeleitet. Wir wollen in diesem Video über die sehr interessante und von häufigen Rückschlägen geprägte geschichtliche Entwicklung der Schrägseilbrücken reden, den Unterschied zu den Hängebrücken deutlich machen und über weitere Grundlagen zu den Schrägseilbrücken sprechen. Viel Spaß beim Video! Ähnlich der ersten Darstellung der Hängebrücken stammt auch die erste Darstellung einer Schrägseilbrücke aus dem Buch des Universalgelehrten Faustus Verantius Machina Novae aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Hinweise auf die Existenz einer derartigen Brücke in Europa gibt es dazu nicht. Erst ungefähr 200 Jahre später tauchte die Idee wieder auf. Ein Mann namens Karl Emanuel Löscher veröffentlichte 1784 ein Buch mit einer Darstellung einer, wie er schrieb, ganz besonderen Hängewerksbrücke. Diese zeigte den Urtyp einer reinen Schrägseilbrücke, deren Abspannung jedoch noch aus Holz bestehen. Diese Brücke wurde vermutlich nur leider nie gebaut. Die ersten tatsächlich ausgeführten Brücken mit schräg gespannten Ketten oder Drahtseilen waren zunächst noch Kombinationen aus Schrägseilsystemen und Hängewerken. Diese waren am Anfang mit meist wenig Erfolg als Fußgängerbrücken genutzt. In Schottland wurde die Dryburgh Bridge nach Schäden in diesem Kombinationsbau als reine Hängebrücke neu gebaut. Die erste und auch für lange Zeit letzte reine Schrägseilbrücke wurde 1825 in Nienburg an der Saale gebaut. Diese sollte in der Mitte aufklappbar sein, um den Schiffsverkehr queren zu lassen. Der Baumeister war also gezwungen, von der bisherigen klassischen Bauweise von Hängebrücken abzurücken und sich etwas einfallen zu lassen. Die Lösung waren zwei unabhängige Brückenhälften, die mit schrägen Abspannungen aus Ketten an den Holzpylonen befestigt waren. Diese Brücke war neben Fußgängern auch für den damaligen Kutschenverkehr geeignet. Leider kam es nach einem halben Jahr unfallfreier Nutzung zu einem Riesenunglück. Durch unglückliche Umstände stürzte die Brücke ein, wobei über 50 Personen ums Leben kamen. Trotz alledem, dass Untersuchungen keine grundsätzlichen Fehler aufzeigten, war das Vertrauen in diese Brückenkonstruktion lange Zeit beschädigt und so kam es, dass weder in Deutschland noch in anderen Teilen der Welt Schrägseilbrücken gebaut wurden. Erst circa 20 Jahre später wurden dann erneut Mischformen gebaut. Zu diesen Brücken gehört beispielsweise die Niagara-Brücke von 1855 oder auch die Brooklyn Bridge von 1883, die sicherlich jeder kennt. Den Schritt zur modernen Schrägseilbrücke machte dann 1909 der Franzose Albert Guisclin. Seine Idee war, die beiden obersten Schrägseile mit dem Fußpunkt des gegenüberliegenden Pylonen zu verbinden. Weiterhin benutzte er Stahldraht anstelle von Kettengehängen. An den sich überkreuzenden Schnittpunkten wurden dann die Träger an senkrechten Kabeln aufgehangen. Sein Ziel war, mit den wesentlich höheren Lasten der Eisenbahnen mithilfe dieses Mischsystems besser umgehen zu können. Leider kam er bei der Probebelastung durch die Entgleisung des Zuges ums Leben. Die Schrägseilbrücke war bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zwar weitestgehend bekannt, aber noch immer nicht etabliert. So dauerte es von der Saalebrücke in Nienburg bis 1952, bis der französische Ingenieur Albert Cagot wieder eine reine Schrägseilbrücke für den Straßenverkehr baute. Und diese Brücke steht noch heute. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs steigt die Entwicklung dieses Brückentyps sprunghaft an. Hier habe ich eine sehr gute Grafik gefunden, die die Entwicklung der maximalen Spannweiten beider Brückentypen miteinander vergleicht. Die Hängebrücken haben ebenfalls eine sehr gute Entwicklung gemacht. Diese ist aber stetig anwachsend seit Beginn des 19. Jahrhunderts und springt bei außergewöhnlichen Brücken der Zeit nach oben. Die Linie der Schrägseilbrücken beginnt erst nach dem Zweiten Weltkrieg an steiler zu wachsen. Es wurden also binnen weniger Jahrzehnte viele Ideen entwickelt, die Spannweiten zu maximieren. Wodurch das zustande kam, werden wir gleich besprechen. Jetzt habe ich häufiger gesagt, dass die Schrägseilbrücke artverwandt mit der Hängebrücke ist. Doch worin liegen jetzt die Unterschiede? Schrägseilbrücken haben gegenüber den Hängebrücken den Vorteil, dass die sehr aufwendigen Rückverankerungen mit dem Ankerblock entfallen können. Im Gegensatz zu den Hängebrücken gibt es kein durchgehendes Tragseil, an dem alle anderen Seile befestigt sind.
Bei Schrägseilbrücken werden die Rückhalteseile einfach außerhalb des Hauptfeldes wieder am Brückenträger, also dem Fahrbahnträger, befestigt. Somit entstehen keine mit den Hängebrücken vergleichbaren horizontalen Kräfte, die über eine Rückverankerung gehalten werden müssen. Die vertikalen Lasten werden dann einfach über die Pylonen abgetragen. Bei Hängebrücken, welche eine asymmetrische Lastverteilung haben, muss entsprechend dem Hauptfeld ein Gegengewicht gebracht werden. Näheres dazu könnt ihr euch im Video über die Hängebrücken anschauen. Doch nun zu den Gründen, warum die Schrägseilbrücke in den letzten Jahren so an Beliebtheit gewonnen hat. Die Schrägseilbrücken haben einfach einen viel, viel größeren Variantenreichtum. Die Konstruktion kann beliebig oft aneinandergereiht werden, wie bei dem Viaduc de Millau zu sehen ist. Diese Multi-Schrägseilbrücke überspannt ein sehr langes Tal mit den vielen Pylonen. So können längere Mehrfeldbrücken auch auf offener See gebaut werden. Zudem sind verschiedene Pylonengestaltungen mit ein oder zwei Seilebenen möglich. Hier seht ihr von links nach rechts Beispiele für freitragende Pylonentürme, H-Pylone und A-Pylone oder jetzt hier leider nicht aufgeführt geneigte Pylonen. Man kann Bögen oder auch andere geometrische Formen nutzen. Dann sind auch verschiedene Seilaufhängungen möglich. Diese können als Bündelsystem, wenn alle Seile also an einem Punkt zusammengeführt werden, als Harfensystem, wenn die Seile gleichmäßig vertikal entlang des Pylons oder als Fächersystem geführt werden. Den Ideen sind damit wirklich kaum Grenzen gesetzt. Die aktuelle Entwicklung der Schrägseilbrücken wird vor allem in China vorangetrieben. Hier steht ein Großteil der Schrägseilbrücken mit den längsten Spannweiten und auch hier wurden die ersten Brücken mit über 1000 Meter Spannweite gebaut. Die derzeitig größte Schrägseilbrücke der Welt ist aber die Ruski-Brücke in Wladiwostok in Russland. Sie hat eine Spannweite zwischen den A-Pylonen von 1104 Metern. Zwei Seilebenen und Stahlseile halten die Fahrbahn mit einem Fächersystem. Generell gesagt werden Schrägseilbrücken mit Spannweiten zwischen 200 und 800 Metern eingesetzt. Darunter sind die Balkenbrücken wirtschaftlicher und für größere Spannweiten werden zurzeit noch Hängebrücken bevorzugt. Ob das in Zukunft so bleibt, wir werden es sehen. Vielleicht ist einer der Zuhörer jetzt motiviert, die aktuellen Grenzen zu erweitern. Mit diesem spektakulären Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, dass das Video für euch interessant war und dass ihr wie immer etwas lernen konntet. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, lasst es mich wissen und schreibt dieses gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.